Mädel, Leute, Serplin hier. Heute geht's mal um was, mich einfach nur noch verwirrt. Und zwar, ich habe mir vor einer Weile, also vor, lass mich lügen, ein paar Wochen, ein Spiel namens Cookie Run runtergeladen. Ja, fucking Autorunner, kompletter Scheiß eigentlich. Denk mir so, hey, das ist eigentlich ein voll cutes Spiel. Gibt doch bestimmt ein paar gute irgendwie Fanos oder so ein Scheiß dazu. Ja, ich suche ein bisschen in dem Fandom rum, dies, das, Ananas, ne, man kennt's. Und auf einmal bekomme ich irgend so einen Scheiß mit von fucking Fixing. Heißt, für die, die es nicht wissen, was wahrscheinlich jeder von euch Bastard sein wird, ist es quasi, dass Leute irgendwie Fanart von jemandem nehmen. Also, das sind ja Kekse in dem Scheißspiel, ne? Kekse haben keine fucking Hautfarbe. Und wenn man, und das sind Typen, die, wenn sie ein Fanart von irgendeinem fucking Keks von denen, die da in dem Spiel sind, sehen, dann denken sie sich halt, und die Farbe passt dir nicht, die fucking Hautfarbe, dann denken sie sich halt so, ja, ne? Nimm jetzt einfach mal deine fucking Kunst, für die du wahrscheinlich Stunden geopfert hast, und verändern wir einfach mal die fucking Hautfarbe und nennen es dann gefixt und besser. So, es tut mir ja leid, dass es irgendwie für dich noch nicht angekommen ist, die Message, aber Kekse haben keine fucking Hautfarbe, du Bastard. So, ich komm nicht dahinter. Es ist halt so, warum zur Hölle macht man das? So, und vor allem, das ist ja nicht mehr die eine Sache, die sie machen. Sie streiten sich auch über die fucking Sexualität von fucking Keksen. Das sind fucking Kekse. Und ihr streitet euch darüber, ob so ein fucking Keks jetzt transgender ist oder bi oder schwul oder irgendwas. So, Junge, seid ihr geistig behindert? So, warum zum Fake wird man sich dafür interessieren, ob ein fucking Keks jetzt schwul ist oder trans? So, ich komme nicht dahinter, also jetzt mal for real. Ich check solche Leute nicht, aber naja, vielleicht bin ich auch einfach nur sehr, sehr dumm und weiß nicht, wie die Welt funktioniert, und es sind tatsächlich weltbewegende Themen, ob jetzt ein fucking Keks trans ist oder nicht. Aber hey, ne? Das war eine spaßige Erfahrung. Also, ich mag das Fandom richtig. Ja, das werde ich auf jeden Fall noch sehr viel genießen. Ja, ich glaube, ich deinstalliere die App dann mal bald. Naja, danke fürs Zuhören, wenn du bis hierhin gehört hast. Du bist cool, ne? Vergesst nicht, bleib toxisch. Deabonniert mich, deaktiviert die Glocke. Keine Ahnung, dislike meine fucking Videos und jetzt. Und ich sehe sie, ja.